Schwierigkeiten hat, mental, ein bisschen psychisch auch. Und er ist gerade Witwer geworden vor einem halben Jahr. Und da bin ich vom Johanniterorden an. Und ist eine Form von Betreuung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an den Fernsehschirm und hier im Studio zu einer neuen Ausgabe von Trotha trifft. Jetzt frage ich Sie einmal, denken Sie mal an 10 oder 20 Jahre zurück. Sie stehen vor einer Bank, Sie stehen vor einer Diskothek, Sie stehen vor einem anderen Objekt und ähnliches. Eins werden Sie nicht beobachtet haben, dass jetzt, wie in der Gegenwart, fast vor jedem dieser Objekte steht jemand. Und zwar meistens schwarz gekleidet. Und wenn es eine Diskothek ist, dann verlangt er da irgendwie auch Zugangsrecht, also oder verwehrt es ihn. Jedenfalls, es gibt Menschen, die plötzlich sich um die Sicherheit dieser Objekte oder gar auch um den Menschen kümmern. Das hat es früher so nicht gegeben. Das fragen wir gleich mal nach, warum das eigentlich so geworden ist und welche Gründe vielleicht dafür vorliegen. Aber ich habe einen Fachmann dafür eingeladen, und zwar den Besten hier am Markt. Und das ist Herr Frank Schröder, Geschäftsführer von AFAS Security and Services GmbH. Herzlich willkommen. So. Und jetzt mal zu Ihnen direkt, zu der Firma. Das ist ja, Sie haben mir eben einen Flyer ausgereicht, das ist ja ein breiter Katalog von Diensten, die Sie anbieten. Seit wann machen Sie das und was umfasst das eigentlich alles? Also unser Unternehmen existiert seit 2001 im April, wurde es gegründet und wir bieten überwiegend an Veranstaltungsschutz, Personenschutz, Geld- und Wertdienstleistungen. Ja, das sind diese berühmten Wagen, die vor der Bank vorfahren und Geld abholen und hinbringen. Genau, das ist richtig. Sind Gelder, die transportiert werden, auch vom Kunden zur Bundesbank. Das übernehmen wir. Genau. Und das sind ja dann erhebliche Summen, denke ich mal. Das sind erhebliche Summen, genau. Erhebliche Summen, ja. Und wichtig ist, dass die Gelder vernünftig transportiert werden, also dass man das Beste gibt. Und wir haben mittlerweile die beste Technik, die es auf dem Markt gibt. Und das ist natürlich ganz gut und dadurch punkten wir. Ja. Und beste Technik, können Sie das erläutern oder gehört das alles zum Betriebsgeheimnis? Nee, kann ich gerne erklären. Wir haben SQS-Koffersysteme im Einsatz, Sicherheitskoffersysteme, die eben nur am Start und am Zielort geöffnet werden können. Aha, die Koffersysteme. Und wer kann das öffnen? Dann der, der den Koffer trägt oder der wo der Koffer hingetragen wurde, dass der irgendein System hat? Wie geht das? Ja, der Kunde hat einen Stick, einen elektronischen Stick. Der Mitarbeiter hat einen elektronischen Sicherheitsschlüssel und kommt während der Fahrt nicht an den Inhalt des Koffers ran. Er kann praktisch nur beim Kunden den Koffer öffnen. Im Vier-Augen-Prinzip. Das Geld wird im Safeback deponiert im Koffer. Dann fährt er zum Zielort, zur Bundesbank. Und da wird es dann wieder geöffnet. Das Safepack und wird ausgezählt. Also praktisch auch mit einem elektronischen Stick, der wieder in Kombination mit dem elektronischen Schlüssel den Koffer öffnet. Man liest ja dennoch, dass es ab und zu immer noch Überfälle auf Geldtransporte gibt. Wieso bei solch einem sicheren System ist doch ein Überfall das ist zwecklos. Sinnlos? Es sind natürlich sehr teure Koffersysteme. Es gibt Bundesbankbehälter, wo manche Firmen die Gelder transportieren. Die eben, wenn man die öffnet, da kommt man an Safepack ran. Hat man diese Sicherheitskoffer, da hat man keine Chance. Man hat ein Rack-System im Fahrzeug, da sitzt der Koffer drin. Man kann tagelang unterwegs sein, es passiert nichts. Wird der Koffer rausgenommen aus dem Rack, läuft eine Zeit. Das heißt, man
hat 8 Minuten Zeit. Der arme Mensch, wenn er stolpert, gibt es Probleme. dann explodiert der Koffer. Ja. Und das Geld wird vernichtet, zu 100%. Ja. Ja, zu 100%. Also es wird, das Safeback wird aufgesprengt und das Geld wird eingefärbt und ist nicht mehr verwertbar. Ja. Wir kriegen es ersetzt von der Bundesbank. Ja. Und insofern sind wir da sehr gut abgesichert. Aha. Insgesamt müssen Sie auch Ihren Mitarbeitern ein hohes Vertrauen entgegenbringen. Dass der nicht irgendwie, früher hatte man ja mehrfach, ging es ja durch die Presse immer durch, dass irgendeiner mit dem ganzen Wagen verschwand oder mit dem Koffer verschwand oder einen überall inszeniert hatte, an dem er selber mit beteiligt war. Solche Erfahrungen haben Sie auch mal machen müssen oder sind Sie noch verschont geblieben? Ich bin davon verschont geblieben, weil wir natürlich sehr viel Geld investieren. Und das ist zeigt sich auch in der Hand der Mitarbeiter. Wenn man die Mitarbeiter gut bezahlt, dann kann man natürlich auch Qualität erwarten. Yeah. Und der Mitarbeiter hat auch gar keine Möglichkeit mehr, an das Geld ranzukommen. Das ist ja der Vorteil an diesem System. Ja, ja. Weil es nur noch zu öffnen ist beim Kunden und am Zielort, bei der Bank. Ja. Und dadurch kommt er nicht mehr selber an das Geld ran. Warum trägt dann ein Mitarbeiter immer noch eine Waffe oder trägt er nicht mehr eine Waffe? Ja, es gibt eben auch Münzgeld. Und Münzgeld transportieren wir natürlich auch in Bundesbankbehältern. Da braucht man dann eben speziell gesicherte Fahrzeuge. Und da ist es schon wichtig, weil es gibt natürlich auch viele unerfahrene Kräfte, die so einen Überfall planen. Und die gehen natürlich dann auf den Mitarbeiter los und der muss sich dann auch zur Wehr setzen können. Ja, ja. Also es hat sich noch nicht in Ganovenkreisen genügend umgesprochen, dass eigentlich ein Überfall sich nicht lohnt. Ja, also es passieren leider immer wieder Überfälle, aber sind davon verschont geblieben. Und mussten Sie auch schon mal einen Mitarbeiter, ich sag mal, die Enttäuschung erleben, dass der Mitarbeiter unzuverlässig wurde oder sich an irgendeinem Dreh da beteiligt hat? Ja, das sieht folgendermaßen aus. Wir haben also wirklich, ich versuche wirklich, die besten Mitarbeiter zusammenzustellen. Und die habe ich natürlich unter anderem mir ausgesucht. Die waren eben lange als Zeitsoldat tätig. Die haben eben gewisse Vorerfahrungen. Haben eben viele Jahre auch unter anderem in bestimmten Geschäftskreisen gearbeitet, die mir bekannt sind. Wo ich weiß, dass es eben sehr gute Mitarbeiter gibt. Ausbildung gibt. Ja. Dass es eine zuverlässige Ausbildung gibt. Die bilden sich ständig weiter, die sind bereit, sich weiterzubilden. Machen also auch ständig Fortbildungen. Wie jetzt vor kurzem hatten wir eine Dozentin bei uns in unseren Geschäftsräumen. Die hat dann eben die Mitarbeiter ausgebildet in Stich- und Schussverletzungen. Und das gibt es nicht bei vielen Firmen. Das gibt es nur beim Sondereinsatzkommando, bei MSEK in Potsdam und bei verschiedenen polizeilichen Organisationen. Und das mache ich mir zunutze. Und dadurch punkten wir natürlich und kriegen natürlich diese hochkarätigen Aufträge. Wie eben alle Opernhäuser. Und Messe Berlin und so weiter. Platzhirsch hier. Na, mittlerweile hat man dadurch ganz gute. Qualität setzt sich eben durch. Qualität setzt sich durch, das ist es. Und darauf lege ich eben sehr viel Wert und arbeite ständig daran, noch besser zu werden. Also das ist eben wichtig, dass man sich im Nachhinein von jedem jeweiligen Einsatz eine Übersicht verschafft und darüber Gedanken macht. Ja. Und wie lange braucht das? Also da kommt jemand und sagt, ich brauche Personenschutz. Gibt es dann, ich stelle Ihnen einen Mann zur Verfügung und der wird Ihnen jetzt immer hinterhergehen. Eben, so denkt man sich das als Laie. Also wie bereiten Sie das Ganze vor oder andere Dinge? Ja, man erstellt in erster Linie erstmal eine Gefährdungsanalyse. Die wird gemeinschaftlich erarbeitet im Team. Da haben wir also auch professionelle Mitarbeiter auch von der Polizei dabei, die eben uns unterstützen mit ihren Erfahrungen. Und dann wird das Konzept erarbeitet und dementsprechend wird das Personal gestellt, auch zusammengestellt. Ob ein weibliches, welchen zeitlichen Vorlauf braucht das, bevor es dann zur Aktion kommt? Ja, das kommt immer darauf an, was für eine Gefahr besteht. Und dementsprechend müssen wir uns dann eben darauf einstellen. Der Personenschützer, läuft der eigentlich auch mit einer Weste rum, also mit schusssicheren Weste und sowas?
Der hat also wirklich, wir haben also auch die modernste Technik, auch die modernsten Waffen auf dem Markt. Mhm. Und dementsprechend arbeiten die Mitarbeiter auch sehr gern bei uns. Mhm. Die sehen, dass ich da sehr viel Wert drauf lege und sehr viel investiere in dem ganzen Equipment. Wird deshalb der Mitarbeiter besonders bezahlt, weil er quasi eigentlich sein Leben ja ein bisschen einsetzt? Ja. Wenn er mit der Weste rumläuft, dann heißt es, er könnte ja auch angeschossen werden, er könnte ja auch erschossen werden und sowas. Ja, ja, klar. Mhm. Da gibt es extra Provisionen, um damit eben die Mitarbeiter motiviert werden erstmal. Ja. Ja. Und das wird also unterschiedlich bezahlt. Mhm. Aber alle Mitarbeiter bekommen übertarifliche Bezahlung. Aha, gut. Also, und das ist schon sehr viel wert. Wie viele Mitarbeiter haben Sie da? Ich habe ein kleines Unternehmen, ich habe nicht so ein großes Riesenunternehmen. Ich habe nur 12 Festangestellte, habe aber auch noch viele im Netzwerk von anderen Sicherheitsfirmen, die uns unterstützen, wenn wir größere Events haben, größere Veranstaltungen. Gibt's da Kooperation? Also haben wir Kooperationspartner, die stellen dann ihr Personal uns zur Verfügung. Die laufen dann unter meiner Flagge, also unter meinem Firmenlogo. Da kriegt jeder dann den PIN. Und dementsprechend arbeiten wir dann zusammen. Müssen Ihre Mitarbeiter mehrsprachig sein? Weil ja. Ja. Also auch schon. Also mindestens Englisch, Deutsch und Englisch. Ja, ja. Das Mindeste. Wir haben Mitarbeiter dabei, die sprechen 4 Sprachen. Ja, das ist natürlich toll. Ja. Das ist natürlich von Vorteil. Ja, die kann man immer vorschicken, wenn man spezielle Gefahren hat. Und die können vieles verbal im Griff bekommen. Ja, ja. Und das ist ja die Kunst von einer guten Fachkraft, Situationen verbal zu schlichten. Ja, ja. Zu schlichten heißt, treten da immer Konflikte auf oder erleben Sie das eigentlich wenig? Läuft alles so routiniert ab, dass Sie sagen, 9 von 10 Fällen ist das alles quasi schon vorbesprochen, es gibt keinen Exzess irgendwo? Nee, es kann immer mal zu Situationen kommen. Aber es kommt eben darauf an, wie reagiert der Mitarbeiter, wie ist er geschult, um die Situation im Griff zu bekommen. Und dementsprechend haben wir auch weibliches Personal, eben dann auch auf die Frauen zugehen und eben auch in bestimmten Situationen ein bestimmtes Fingerspitzengefühl haben. Aha. Sie sind ja selber sicherlich oft an der Front gewesen. Ja. Immer noch, ja. Ist Ihnen da was in Erinnerung, wo Sie sagen, Mensch, das ging ein bisschen im Haaresbreite oder das habe ich vielleicht nicht so gut gemacht und das habe ich besonders gut gemacht? Fällt Ihnen da was ein? Naja. Also man arbeitet immer an sich. Und nur wenn man weiterarbeitet und in der Lage lebt, das prägt den Ablauf und garantiert letztendlich den Erfolg. Überleben, ja. Und also es ist wichtig, immer auch am Mann zu bleiben und auch bei den Einsätzen dabei zu sein. Deshalb bin ich auch gerne immer mit dabei. Ja, sehr gut. Mich hat ja verblüfft, dass die Polizei, wenn man das gelesen hat, dass manche Polizisten, ich hatte ja auch eine Diskussion mit Polizisten, dass die ihre Weste dann selber zahlen müssen oder selber gekauft haben, weil die Ausstattung einfach mangelhaft war und sowas. Und dann, das ist bei einem staatlichen Organ nicht. Und dass also ein privates Unternehmen beste Ausstattung hat und das staatliche Organ krebelt vor sich hin, das geht ja gar nicht. Ja, das ist natürlich sehr traurig eigentlich, dass da teilweise so gespart wird. Deshalb sind auch viele Polizisten, die natürlich unser Equipment sich anschauen und schon sehr verwundert sind, dass wir so eine Ausrüstung haben. Ja, ja. Mhm. Also wirklich vom Fuß bis zum Kopf eben wirklich alles einheitlich von der Gestaltung und auch beste Technik, also wirklich die beste Technik, die der Mann tragen kann. Also auch Funktechnik wahrscheinlich beste Funktechnik, also, auch Beinholster. Die Mitarbeiter haben alle Glock 17 oder Glock 19 Waffen im Einsatz. Also die besten Waffen, die ist eigentlich SEK-Standard, SEK oder GSG 9 im Einsatz hat. Und das sind eben auch Sachen, damit punkten wir. Aber Sie persönlich kommen nicht aus dem Polizeibereich oder Militärbereich? Ich habe mit vielen zusammen trainiert. Ach so, gut, ja. Also, ja, gut. Also, Sie haben die Internas dadurch gut kennengelernt und so. Genau. Irgendwann mal, wo Sie sagten, ja Mensch, das hätte ich besser machen können. Das, ich versuche immer, Fehler zu finden. Ja, ja.
um daraus zu lernen und um andere was besser zu machen. Ja. Man sieht ja auch, ich sag mal, man erlebt ja manchen Prominenten, ob das nur aus dem Film kommt, aus der Politik kommt oder so, der so ein bisschen exaltiert und extrem agiert und eigentlich unberechenbar. Haben Sie mit solchen Leuten auch zu tun und sind Sie da geschult, auch mit Ruhe einzuwirken auf einen? Ja. Ja? Ja. Mhm. Man hat ja mittlerweile Menschenkenntnis, die sammelt man automatisch, wenn man viele Jahre in dem Bereich tätig ist. Mhm. Und da hat man natürlich unterschiedliche Leute um sich herum. Ja. Aber wir machen auch viele Rollenspiele, wir testen also, wir machen viele Situationen, spielen wir durch, ja, ja. Mhm. Wie man sich verhält in gefährlichen Situationen. Mhm. Und da kann man natürlich schon eine Menge dazu beitragen. Und nutzen Sie dazu polizeiliche Ausbildungsmöglichkeiten oder Ausbildungsstätten oder machen Sie das alles bei sich? Nee, das können wir bei uns machen. Mhm. Und teilweise machen wir es auch draußen. Mhm. Mhm. Fahren wir dann raus und machen dann draußen Übungen. Mhm. Kann ich Sie gerne mal mitnehmen. Ja, ja. Ich möchte mal in einem, ich saß mal bei einem Bundestagspräsidenten in seinem Auto und kriegte die Tür kaum auf und zu, so war die gepanzert. Also die, also das ist natürlich ein Gewicht, ja. Also das war wirklich massiv. Und einen Tag später saß in meinem Auto ein ganz kleines Auto und sagte, dein Auto kann man ja in die Telefonzelle senkrecht stellen. Oder geht die Bedeckung und ähnliches. Also manchmal denkt man auch, es ist ja eine Farce so ein bisschen. Also dass sich jeder, man kann sich eigentlich doch nicht 100% absichern gegen irgendein Attentat, oder? Naja, es gibt keine 100%ige Sicherheit. Mhm. Das ist klar. Aber wir können Maximum geben und daran arbeiten, eben. Und Vertrauen einfach eine Sicherheit vermittelt, nicht? Also, sodass der Betroffene sagt, okay, jetzt bin ich in besten Händen und so. Ja. Und mir kann eigentlich nichts passieren. Mhm. Ja, ja. Nur, ich würde unvergessen sein, wie auf den amerikanischen Präsidenten Reagan geschossen wurde und man mit dem Fernsehen sah, wie er dann von Sicherheitsleuten kopfrotz ins Auto gestopft wurde, aber in einem Ruckzuckverfahren. Ja, ja. Und das kann ja eigentlich täglich bei Ihnen passieren, sowas. Nicht? Das kann passieren. Es ist im Personenschutz auf jeden Fall. Das trainieren wir natürlich auch. Und begleiten Sie auch Politiker oder kommen, was ist mehr Politiker oder mehr Schauspieler oder mehr Wirtschaftsbosse? Oder geht es so querbeet? Das ist unterschiedlich. Wir haben jetzt einen Hotelier gehabt, der wollte, dass wir ihn nach Thailand begleiten, weil er da eine Hotelkette schließt. Und dementsprechend hat er natürlich die Gefahr gesehen, dass er eventuell entführt wird. Ja. Und dementsprechend haben wir dann natürlich Leute mit rüber geschickt. Also sowas kommt auch vor. Ja, ja. Nun haben wir jetzt so ein bisschen, ich sag mal, nicht gleich mafiose Strukturen in der Stadt. In Anführungsstrichen vielleicht mafiose Strukturen. Wir haben Familienclans, die Straflisten rauf und runter reichlich vertreten sind. Aus der Ecke kommt keine Nachfrage. Oder sagen, würden wir auch nicht annehmen, weil dann würden wir unseren Ruf ganz schnell ins schlechte Licht drücken. Also Rotlichtmilieu oder so, kommt gar nicht in die Tüte, das nehmen wir auch nicht an, das lehnen wir also prinzipiell ab. Das heißt, Sie müssen eigentlich recherchieren, aus welcher Ecke, kann ja ganz seriös aussehen, wenn der bei Ihnen durch die Tür geht und dann kommt er aus einer ganz anderen Ecke. Aber das kriegt man schon schnell mit. Das ist ja dann, genau, wenn man also das Gespräch führt, das geht schon tiefgreifend und man hat seine Kontakte. Aha. Wo man einiges überprüfen kann. Ah ja, gut. Okay, also das ist ja farbig, ein farbiges Leben, was Sie da haben. Nicht? Also, ist immer... Sind Sie auch mal irgendwie erschöpft, erschossen und sagen, jetzt will ich nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt bin ich an meine Leistungsgrenze oder schon drüber weg? Also ich habe ein schönes Zuhause. Mhm. Ich lebe auf dem Hausboot. Ja, das habe ich eben mit allem Neid gehört. Ja, da habe ich die beste Entspannung. Ich kann mich da ideal erholen und kann ideal Kraft schöpfen dort in der Natur. Mhm. Und wenn ich wirklich will, dann fahre ich mal raus, setze einen Anker irgendwo an einer Insel und habe mehr Ruhe. Das ist natürlich traumhaft. Also, das kann ich mir gut vorstellen, denn bei so einem, es ist ja auch eine gewisse Hektik wahrscheinlich bei Ihnen im Job drin. Ja. Also, und ständig sind Sie auch nervlich gefordert. Sie müssen ja ein gutes Nervengerüst haben. Und, das ist richtig. Und alle Mitarbeiter erst recht. Und dann ist natürlich das ist ja schon fast ein philosophischer Reflex, wenn Sie dann am Wasser sitzen und alles hinter sich lassen können. Ja,
Das habe ich mittlerweile. Wenn Sie so ein Fisch, dann sind Sie in guter Balance. Wie lange wollen Sie den Job machen? Sie, ja. Wir verraten eigentlich das Alter. Aber wenn Sie es nicht sagen wollen, dann sagen Sie es nicht. Aber wenn Sie es sagen wollen, dann sagen Sie es ruhig. Das habe ich kein Problem mit. Gut. Ich bin jetzt 59. Ja. Und fühle mich eigentlich noch ganz gut fit. Ja, ich will es noch eine Weile machen. Den Eindruck kriegt man ja auch. Ja. Und solange ich dabei bin, kann ich mir das beste Bild machen von jedem einzelnen Projekt, was wir betreuen. Und es geht nur, wenn man wirklich dabei ist. Man muss dabei sein. Man kann nicht nur Kommandos geben. Man kann am besten wirklich Informationen weitergeben, wenn man in der Lage lebt. Ja, ja. Permanent dabei ist. Ja, so. Ja. Dann kann ich die Gefahren am besten einschätzen, kann mich darüber unterhalten und kann die besten Tipps geben. Ganz anderen Sektor habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht als Personalchef. Mhm. Wenn man nicht alle Aufgaben selber mal durchgemessen hat, für die man Gesamtverantwortung trägt, ist man wenig glaubwürdig. Also, aber wenn Sie eben alles mal selber Hand angelegt haben, dann weiß man, was eigentlich da geschieht. Genau, so sieht es aus. Da sind Sie auch richtig durch die Facetten Ihres Aufgabenkatalogs durchgegangen. Toll. Ja. Ja, man muss mit dem Herzen dabei sein. Und ich liebe meinen Job und ich kann ihn auch nicht so ohne weiteres ablegen. Ja, ja. Das ist also für mich, ich muss irgendwie dabei sein. Sie sind aber jetzt nicht bewaffnet. Nee, jetzt bin ich. Ja, gut. Warum geht nicht plötzlich die Tür hier auf? Und ich habe gesagt, nee, wollt ihr schon immer übel. Ja. Jetzt habe ich trotz alledem. Und Sie fahren auch kein gepanzertes Auto? Nee, ich fahre jetzt ein normales Auto. Ganz normales Auto, ja. Ja, das ist ein normaler Wagen. Ich habe zwar ein Pfefferspray dabei. Ein was für ein Ding? Ein Pfefferspray, das habe ich auch immer am Mann. Pfefferspray? Ja. Ach so, das ist ein ballistischer Strahl, der effektiv auf bis zu 6 Meter Distanz jeden Gegner außer Gefecht setzen kann. Tatsächlich? Ist so ein Pfeffer, da hat man so ein... Ich kenne das natürlich nur als solche Dose. Aber das ist eigentlich sehr wirkungsvoll, setzen sie in Kanada auch gegen Grizzlybären ein. Ach so, Und es ist natürlich ganz gut und wirkungsvoll, damit haben wir gute Erfahrungen gesammelt. Aha, ja. Und haben auch die Mitarbeiter, die keine Waffe tragen, auch permanent im Einsatz. Ach so, Und Sie sagen 6 Meter im dünnen Strahl? Das ist ein ballistischer Strahl. Also, ja. Wenn der Wind dir entgegenkommt, dann plötzlich hat man das Pfeffer da im eigenen Gesicht oder so. Das kann nicht passieren. Das ist eigentlich nicht der Fall. Aha, gut. Ist schon ganz gut. Damit machen wir auch Trainingsmaßnahmen, führen wir auch durch, wie man sich da verhält, wenn man das einsetzen tut. Also das machen wir also auch regelmäßig. Und diese Judo-Sachen oder wie heißt das, diese Dinge? Das ist automatisch, ich habe es ja gelernt. Ich habe ja ausgebildet viele Jahre. Aha. Im Thai-Boxen. Beim physischen Angriff, also körperlichen Angriff, wie man da mit dem rechten Schlag und sowas sich erwehren kann. Ja. Kein Kunde will, dass es irgendwo zu Auseinandersetzungen kommt. Ja, man muss es trainieren, es ist wichtig, dass man da natürlich fit ist. Ja. Aber man kann eine Veranstaltung ganz schnell zum Platzen bringen, wenn die Situation eskaliert. Ja, also muss man versuchen, möglichst schonend die Sache im Griff zu bekommen. Und es geht nur mit guten Fachkräften. Ja, gut. Also, und wenn Sie so sorgfältig ausbilden und aussuchen, dann ist ja das optimal. Eigentlich. Das ist optimal. Das ist richtig. Ja. Also, nun sagten Sie, 58 habe ich jetzt gleich im Ohr gehabt. 59. Das heißt, wie lange, also Sie werden auch das noch so lange machen, wie Ihnen das, wie Ihnen physisch das zuzumuten ist? Oder, ja, solange ich mein Team unterstützen kann, bin ich natürlich dabei. Ja. Gut. Aber Sie müssen natürlich auch irgendwann einen Nachfolger aufbauen, der die gleiche Kompetenz und auch die Statur, Sie sind ja auch ein großer Mann. Sie machen allein deshalb ja schon Eindruck. Ja. Und sowas muss ich ja alles irgendwie mitbringen und dann diese sorgfältige Ausbildung, das braucht seinen Weg. Es ist nicht ein eigener Berufsweg inzwischen, ein Berufszweig. Also, oder gibt es das als... Es gibt es das als... Meister für Schutz und Sicherheit. Ein Meister für Schutz und Sicherheit. Das gibt es, ja. Aha. Ja, es gibt auch die Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Aha, ja. Davon haben wir auch Mitarbeiter im Einsatz. Also deshalb ist für uns wichtig, dass so mehr Qualität der Mitarbeiter mitbringt. Desto besser kommt es beim Kunden an, weil der Kunde sieht den Unterschied. Spätestens dann, wenn er ein böses Erwachen mal hatte. Ja, also wenn er mal eine schlechte Erfahrung hatte, was leider Gottes passieren muss, dann zahlt er auch mal einen Euro mehr und sagt sich, oh, ich nehme doch mal lieber vernünftiges Unternehmen. Und das ist dann... Ich will Sie nicht verführen, aber gibt es in Ihrem Unternehmensbereich in dem Ganzen auch schwarze Schafe?
Ja, das ist eben, ja, die gibt es leider nicht überall. Nicht auszuschließen, ja. Das ist natürlich, dann muss man sich sorgfältigst informieren, wem man sich anvertraut. Genau. Wenn das also quasi, wenn das möglich ist, dass man da an schwarze Schafe gerät, dann muss man sich sehr sorgfältig orientieren, ja. Ein schlechter Mitarbeiter kann das Unternehmen ganz schnell Ein fauler Apfel bringt einen ganzen Obstkorb. Und das sollte man immer mit bedenken, wenn man zum Einsatz nimmt. So. Ja. Schlafen Sie immer ruhig, wenn Sie vor Aufgabenstellung sind und sowas? Na ja, ruhig ist gut gesagt. Also ich bin schon sehr, sehr früh immer wach. Kann nicht mehr so lange schlafen. Mhm. Aber ich gönne mir dann lieber nachmittags noch mal so einen. Ach so, eine kleine. Ja. Das ist natürlich gut. Das kann ich nie. Leider schaffe ich das nicht. Ja, und das tut mir auch ganz gut. Ach so. Also Sie sind physisch noch nie so, ich sag mal, an Ihre Grenze geführt worden, dass Sie sagen, so, jetzt kann ich nicht, jetzt will ich nicht und Schluss. Nee. Ja. Dazu liebe ich meinen Job zu sehr und bin da zu sehr eingebunden, dass ich. Das will ich auch nicht. Wir sind in den letzten 4 Minuten. Was würden Sie sich wünschen? Jetzt für Ihre Zukunft, für Ihr Unternehmen, für die Sicherheit. Ich habe ja zu Anfang gesagt, vor 10, 20 Jahren gab es das ja gar nicht, dass man überall Security-Leute vor der Tür und da innen drin gesehen hat. Ist das eigentlich sind wir auf dem Wege einer kriminalisierten Gesellschaft oder ist da eine Progression festzustellen? Ja, es gibt immer mehr Kriminalität, das ist unrichtig. Wichtig ist natürlich, dass sich viele Firmen weiterentwickeln, dass man permanent daran arbeitet, ständig Informationen sammelt, Sicherheitsfachmessen besucht, wie ich das mache. Ja. Also die neuesten Informationen sammelt, was gibt es, was für Möglichkeiten habe ich, zum Beispiel Juweliergeschäfte. Mit Nebelanlagen ausstatten, die sofort in einen Bruchteil von einer Sekunde den gesamten Geschäftsbereich unter Nebel setzen. Das sind Möglichkeiten. Und sowas, viele sind da, werden nicht genug, die kriegen keine gute Beratung. Und das ist traurig. Wenn man die richtigen Fachkräfte ransetzt, dann hat man auch. Das glaube ich. Und die Nachfrage muss ja exorbitant gestiegen sein. Also es gibt ja jetzt kaum eine Veranstaltung, wo nicht Security ist. Beim simplen Fußball, vor jedem Juwelierladen, irgendwann werden auch vor dem Kino Security-Leute stehen. Ja. Also mich macht das sehr nicht. Ich bin davon eigentlich nicht begeistert, weil ich denke, müssen wir denn überall uns schützen? Also. Ja. Aber es ist offenbar so. Es ist, es ist so und man braucht den Schutz. Also es ist, ist wichtig. Ja, dann muss die Gesellschaft sich deutlich reformieren, um diese ständig wachsende Bedrohung des Einzelnen und auch Gruppen und Ähnliches in den Griff zu nehmen. Nicht? Also wir können ja nun nicht wirklich, dass wir aus der Haustür rausgehen, ständig, ich sag mal, uns in einer gewissen Unsicherheit befinden, sondern es muss. Es gibt viele Bereiche, wo Kriminelle ihre Informationen sammeln. Und die sind ja auch technisch auch immer vorne dran. Nicht? Also das ist die Gefahr, dass die auch manchmal sogar dem voraus sind, was die Polizei und als öffentlicher Träger der Sicherheit, da laufen die hinterher. Ja. Die sind wahrscheinlich immer auch vorne dran. Aber ich gebe dann meine Tipps meistens den Kunden, die mit uns zusammenarbeiten, wie sie sich besser schützen können. Ja, ja. Im Internet ist ja nun leider vieles freigegeben. Ja. Aber man kann sich schon gut schützen, wenn man nicht alles rausposaunt. Ja, gut. Also ich werde diese Informationsquelle, die Sie jetzt für mich darstellen, da bin ich natürlich bestens dran. Also wir sind jetzt wirklich auch in der letzten Minute. Ich fand das jetzt spannend. Also ich bewege mich auf diesem Sektor der wachsenden Security mit großen Bedenken, weil ich denke, die Gesellschaft deformiert ja zunehmend. Ja. Und wenn es nur immer notwendiger wird, dass man wirklich überall und vor jeder Sache ein Security-Mann hinstellen muss, dann ist es krankt die Gesellschaft. Ja. Und ob sich dieser Prozess auch mal wieder zurückentwickeln kann, habe ich meine erheblichen Zweifel. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie eben für Sicherheit sorgen. Das heißt also, ich hoffe, ich muss Sie nicht in Anspruch nehmen. Aber dass Sie eben doch eine Funktion übernehmen, wo der Staat eigentlich durch seine Gesellschaftspolitik hätte, dass Sie überflüssig machen müssen. Und sowas nicht. Und
Ich finde es gut, dass Sie da sind, dass Sie das machen. Ich wünsche Ihnen, dass das also auch ohne jeglichen gesundheitlichen Schaden geht und dass die Firma weiter prosperiert. Viel Glück auf Ihren weiteren Weg und schönen Dank, dass Sie hier sind. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, ja. Ja. Okay. Alles Gute. Gut. Hat mich sehr gefreut. Ja, vielen Dank, ja. Okay. Auf Ihr Wohl. Ja. So. Okay.